Ja, wir haben schon wieder eine ganze Reihe guter Nachrichten, was die Wirtschaft anbetrifft. Insbesondere die Stimmungsindikatoren, die haben sich im letzten Monat verbessert. Das heißt, Unternehmen und Konsumenten haben uns zurückgespiegelt, dass sie eine bessere Stimmung sind, die Wirtschaftsentwicklung besser einschätzen. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, Wirtschaft hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Also nicht nur im negativen Sinne kann eine schlechte Stimmung nach unten ziehen, sondern eine positive Stimmung kann selbstverstärkend wirken und positive Kräfte entfalten. Und zweitens ist es wichtig, weil wir diese Daten immer so früh bekommen. Das heißt, sie erlauben uns praktisch so ein Live-Signal, in welche Richtung sich die Wirtschaft bewegt. Und aktuell kriegen wir ein Signal, die Wirtschaft, die bewegt sich in eine schöne Richtung. Es wird nicht einfacher für die Zentralbanken, die Inflation. Die kommt zwar noch zurück, aber es wird immer zäher. Und es gibt inzwischen sogar erste Anzeichen, dass es vielleicht sogar wieder in die andere Richtung zurückgeht. Und wenn wir jetzt noch hinzunehmen, dass die Energiepreise zuletzt gestiegen sind, dass wir bessere Konjunkturdaten haben, dann könnte vielleicht sogar so eine zweite Welle der Inflation auf uns zukommen. Und das ist nicht einfach für die Zentralbank. Die Schweizerische Nationalbank, die ist ein bisschen ausgeschert, die ist vorgeprescht, die hat die Zinsen schon im März jetzt gesenkt. Aber das ist auch ein bisschen eine Sondersituation. In der Schweiz haben wir schon Inflationsraten unter 2%. In Europa, in den USA, sind wir noch über 2%. Das heißt, für die Fed und für die EZB wird es deutlich schwieriger. Ja, ein tolles erstes Quartal an den Finanzmärkten. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat sich gezeigt, es lohnt sich, rauszugehen. Also zu investieren und sich nicht zu verstecken. Das ist auch für uns weiterhin das Motto. Aber bei aller Euphorie, es lohnt sich auch immer, sich ein bisschen vorzubereiten. Also nicht so jetzt gerade beim Frühlingswetter vielleicht sprichwörtlich sozusagen einfach nur im T-Shirt rausgehen, wenn die Sonne scheint. Das heißt nur in Aktien investieren, weil das Wetter kann mal schnell kippen und drehen. Also vielleicht doch eine Regenjacke mitnehmen, also ein paar Anleihen ins Portfolio legen oder in meinem Fall vielleicht auch eine Mütze mitnehmen. Es kann schnell mal kalt werden. Dann kann man auch die Sonne im Frühling mehr genießen.